Knoppis hüpft das Ganze im 360 rum, das Ganze am Vorderrad. Und die darf halt einmal. Also liebe Leute, ich habe gerade wieder mal was gesehen, was ich nie geglaubt hätte. Hi, hier ist Marc. Ja, nach dem letzten Gondeltalk heute ein prominenter Gast dabei. Tom Oehler, den kennt ihr auch ganz sicher, den Trial-Weltmeister und vor allen Dingen heute auch unterwegs für Crankworx Innsbruck mit seinen Shows. Ich kann gleich schon sagen, Fakey Manuel, hier einen EP und jetzt geht's im Greenie wieder rauf. Dreht hier 180 um, yeah. Ja, und da dachten wir, nutzen wir die Zeit hier in Willingen und stellen mal ein paar kleine Fragen. Und ja, Tom, alle wollen natürlich jetzt Wheelie und Manual lernen. Bei dir war das sicherlich ein bisschen was her, als du das gelernt hast. Aber kannst du dich erinnern, wie lange du gebraucht hast, bis du das geschafft hast? Also so Manual und Wheelie war gar nicht so das erste Ding, was ich probiert habe. Also ich komme ja wirklich vom Trail fahren. Da geht es einfach darum, Hindernisse mit dem Rad zu überwinden. Man kennt es eh aus diversen Videos mittlerweile. Und bei mir war eher das Thema Hinterradspringen zum Beispiel. Oder auf eine Stufe raufspringen, ja. Und solche Aktionen. Und ich war schon noch Trailfahren, der Anfang war schon ziemlich hart, ja. Aber ich meine, du bist Showfahrer und Wheelie ist ja so ein Showmove. Irgendwann musste das dann kommen, oder? Ja, genau. Also ich habe dann einfach irgendwann das Mountainbike dafür hergenommen und habe mit dem dann das Wheelie-Fahren probiert. Und am Anfang war es halt so, auch mit den Nachbarskids dann so. Und man hat sich dann ein bisschen gepusht. Und das Witzige war ja damals, hat man immer die Pedalumdrehungen gezählt. Also ich bin schon 3 Pedalumdrehungen im Hinterrad gefahren. So ist halt da hingegangen. Und dann haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert. Irgendwie hochschalten während dem Wheelie fahren, damit das Vorderrad nicht runterfällt. Ja, mit der Zeit. Man muss einfach oft nur probieren. Also wie gerade Wheelie fahren, Übung ohne Ende. Also anders Wochen bis Monate kann man sagen, je nachdem. Okay, ja, habt ihr jetzt gehört, also Trailfahrer über Hindernisse springen und da gehört natürlich auch dieses Try and Error mit hinzu. Also was versuchen und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Man muss natürlich schon so entschlossen sein. Jetzt eine Frage dazu, wie hast du das gemacht in Sachen Stürze? Hast du dadurch andere Sportarten schon Vorerfahrungen, dieses Abrollen oder so? Weil manche fragen sich, kann man das lernen, dass man nicht so stumpf stürzt und sich verletzt, sondern so ein bisschen geschmeidig, so wie du das machst, oder kommt das von alleine? Geschmeidig stürzen ist nicht meine Paradedisziplin. Ich versuche generell immer Stürze zu vermeiden, das ist immer am gescheitesten. Ja? Wenn man es vermeiden kann, dann muss man nicht so gut stürzen können. Also ich bin grundsätzlich jemand, ich taste mich eher von unten so nach oben an den Grenzbereich heran. Also ich gehe nicht immer gleich drüber und schaue, was passiert, sondern ich gehe relativ überlegt vor eigentlich. Und das war ja schon immer so. Und gerade wenn man so Techniken wie Wheelie fahren oder so übt, dann muss man einfach zuerst einmal probieren, okay, wie funktioniert das, dass man hinten absteigen kann zum Beispiel. Ja. Und das mache ich dann einfach einmal. Und wenn ich diese Strategie weiß, wie das funktioniert, in Kombination auch mit der Hinterbremse natürlich, das sind so meine zwei Rettungsanker beim Wheelie fahren, dann klappt das auch ohne Stürze. Ja. Also Ziel soll ja nicht sein, da irgendwie dann stützen zu lernen und abzurollen, sondern am besten man bleibt auf den Füßen stehen. Und bei solchen Techniken, das Feine, man ist immer relativ langsam unterwegs und dementsprechend kann man es wirklich auch auf den Füßen gut abfangen. Ja klar, wenn du natürlich jetzt so ein bisschen mitbekommst, du bist ja Red Bull Athlet, also wenn man deine Shows sieht. Schauen wir mal, was der Dom hier noch macht. Hier geht's mal easy drüber am Hinterreifen. Im Sidehop geht das Ganze auf. Und jetzt schauen wir, gibt es noch einen 180 drüber? Yes! Wenn du jetzt so Jungs siehst wie Fabio Wippmer oder andere Erfahrungen, man denkt, okay, gehen die auch so kalkuliert vor? Oder machen die einfach, wenn du mit so Jungs fahren gehst, merkst du da einen Unterschied? Oder dass die ein bisschen, sag ich mal, im jungen Alter weniger Angst haben? Oder wie? Also wenn ich mit ihnen fahren gehe, merke ich nicht so viel Unterschied tatsächlich. Weil da pushen sie ja nicht so extrem, wie wenn sie jetzt irgendwie so ein Video machen, wo sie dann ein paar Millionen Views holen. Gerade für so Videogeschichten gehen sie natürlich auch andere Risiken ein. Und das habe ich zum Teil schon auch ein bisschen gemacht, aber jetzt nicht so auf dem Niveau. Und die gehen definitiv oft ein bisschen aus dem Kontrollbereich heraus, aber sind halt nur so gut und talentiert, ja, dass das halt trotzdem nur rausretten. Okay, aber man denkt sich immer so Leute wie Danny McAskill oder Fabio Wippmer,
ja, dein Niveau so fahren. Man liest das dann und sieht das im Auto, die machen 300 Versuche teilweise für einen Trick. Ja. Und Otto Normalmensch würde ich sagen, ich habe mir wehgetan, probiere ich nicht nochmal. Wie siehst du dich da, wenn du merkst, okay, hat mir ein bisschen wehgetan, aber ich kann es nochmal probieren? Oder bist du auch so der Typ, der dann sagt, so, nee, das klappt nicht? Na, wenn es nicht klappt, muss man das probieren, so lange, bis es funktioniert, das ist ganz klar. Jetzt bei solchen Videogeschichten kommen natürlich ganz andere Themen dazu, wie Budget, was ich fürs Video habe, weil 300 Versuche, das braucht einfach massig Zeit. Da ist dementsprechend eine Crew dabei, also nicht nur ein Filmer, sondern gleich ein paar. Kann man sich überlegen, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also gerade bei meinen Videogeschichten, das war immer eher so Low Budget. Ja. Zum Beispiel dieses Timeout in New York City, was ich da gemacht habe, waren wir 4 Tage unterwegs. Da hat man einfach nicht die Zeit, irgendwas 300 mal zu probieren. So, wir sind schon oben angekommen. Jetzt habt ihr ein paar Insights von einem Trail-Profi gesehen. Und natürlich, wir machen jetzt auch noch ein bisschen was auf dem Trail. Danke dir, Tom. Bitteschön. Und wie gesagt, ihr trefft ihn in Innsbruck beim Crankworks. Wann ist das Datum? 12. bis 16. Juni ist genau noch meinem Geburtstag. Schaut vorbei, es wird eine geile Show. Super. Da ist der Absprung. Und eigentlich sollte man hier einfach ins Flat reinlanden. So. Und hier unser Trail-Champion, der Tom. Hat sich einfach mal gedacht, er springt von dem Holzbrett bis in den Anlieger da. Und das hat sich auch der Streckenbauer wohl nie gedacht, dass das möglich ist. Wie viele Meter sind das? Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Radlänge. Ach, gute Radlänge in Österreich, wisst ihr Bescheid. Schaut es euch an.